Ja, Kinders, da wollten wir gerade schön los. Bin tot. Schon wieder tot? Ja. Die sind auch ein bisschen zu heftig. Ja. Aber das habe ich schon gelesen. Ja. In den Kommentaren. Das ist ein bisschen... bisschen overpowered, das müssen die mal balancen. Wir haben gar keine Chance. Vor allem, du lockst sie auch immer weg von mir. Ich kann gar nicht auf die Dorf ballern. Wartest du, bis sie kommen, oder? Ja klar, natürlich. Alter, was kann der denn fressen? 4 Pfeile hat er gefressen. Hier ist noch einer. Der ist auch tot. Mucke ist immer noch da. Mhm. Ich glaube unter Dings. Der hat sogar mal eine Stachelkeule fallen lassen. Hier. Ich sehe. Das gehört? Der ist 6 vom, ja, habe ich. Der ist hier 6 bei mir, wo ich gerade drauf gucke. Hinterm Pfahl. Da muss noch einer sein. Hab ihn. Ja, der ist auf der Treppe. Ja. Hab ihn, sagt er. Oh, Schmutz. Ja, anscheinend ist da noch einer auf dem Boot gewesen, also hier drauf. Mach ihn weg. Hose. Hab ihn. Mit der Axt. Sauber. So. Wie gesagt, die haben tatsächlich mal die Waffen droppen lassen, ne? Geil. Stachelkeule. Armbrustbolzen. Vielleicht hat ja jemand auch eine Armbrust fallen lassen. Hoffentlich. Nee. Nur Armbrustbolzen, glaube ich. Ja, wie gesagt, Kinders, das ist wurde schon erwähnt unter den Kommentaren des Spiels selbst, dass es teilweise relativ lächerlich ist, mit was für ja Hitpoints man hier zu kämpfen hat und dass die einfach ein Two-Hitten und selbst aber fressen können wie die Großen. Das haben wir gerade wieder mal gesehen. Ja. Der kriegt da 4 Pfeile im Kopf oder was weiß ich und rennt trotzdem weiter und krepiert nicht. Und uns haut er einmal und wir kippen um. Das ist noch ein bisschen semi-effizient, oder? Ja. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir das jetzt überlebt. Hoffentlich, ja. Zum Glück hatten sie ein bisschen Nahrung mit, war Keule? Ja. Da haben wir schon mal jetzt erstmal keine Schmerzen mit. Hier ist auch noch ordentlich Wasser. Aber ich weiß nicht, ja. So, und dann sollten wir vielleicht mal, wenn wir wieder Glas haben, so Flaschen herstellen. Aber wir brauchen das Glas ja erstmal, ne? Ja, das stimmt. Damit wir auch mal Wasser mitnehmen können. So, wo hast du denn hier Verschiedenes? Da sind Dekorationsgummienten drin. Da ist auch noch ein Bild drin, was du aufhängen könntest. Ja. Das mache ich mal eben schnell. Dass das hier ein bisschen schöner wird, ja? Ja. Wollen wir das unten aufhängen? Ja, hier über die Kisten, ne? Ja. Oder über dem Wasser. Ja, komm, wir setzen das mal mittig hier. Das sieht bestimmt voll toll aus. Mittig über die Kisten, ja. Zack! Hast du das selbst gemalt, oder? Ja. Wunderhübsch. Waffen, Munition. Ja, der olle High Hunter oder auch No Game No Life hat ja hier ein paar Kisten hingenagelt. Für uns. Und allen einen Namen gegeben. Ach, mit der Leuchtfackel kannst du was machen? Irgendwie glaube ich irgendeine Stelle markieren oder sowas nicht. Auch interessant. Wir haben ganz viele Waffenteile schon, das heißt wir bräuchten auch mal einen Waffentisch und Schwarzpulver haben wir auch.
Das wird alles einwillig. Ich habe 2 Stachelkeulen. Mit 33 Schaden, das ist jetzt nicht so spannend. 2 Stachelkeulen, ja. So, okay. Unsere Erze sind dann so gut wie weg. Wir haben nur noch Kuppererz. Wir brauchen unbedingt Eisenerz, weswegen wir uns entschieden haben. Wieder zur Insel zu gehen. Genau, gleich nochmal zu der einen Insel zu gehen, die wir geklärt haben. Ich packe mal hier erstmal Holz zwischen. Stoff haben wir jetzt auch ein bisschen was. Da können wir dann... Man weiß aber auch nicht, wo hier was... Hier ist Stoff. Gut. Können wir nämlich mal eine neue Jacke. Meine Jacke ist bald Pizza. Pizza. Und, ja, und ich glaube, wir brauchen mal so einen Reparaturtisch. Ja, Waffentisch wäre aber auch geil. Ja, aber alleine auch mal, um die Sachen zu reparieren, die wir anhaben. Naja, für Süßung brauchen wir extra einen Süßungstisch. Hier, was mit, was mit deinem Steak? Willst du das mal essen? Ich dachte, du hast noch Hunger, deswegen. Gut, dann packe ich noch mal eins rauf und esse mal das Steak und dann bin ich voll von... Aber der Eisenhelm nimmt richtig schnell viel Schaden. Ja, alles nimmt richtig schnell viel Schaden. Das ist halt noch nicht so wirklich gebalanced hier. Das ist ja das, worüber die Leute sich auch aufregen. Und dass die Wellen immer häufiger kommen später, die Hordenwellen, und man gar keine Chance mehr hat, seine Base irgendwie großartig zu verteidigen. Und die Munition knapp wird, die Ressourcen nicht nachspawnen und all so ein Tüdelkram. Aber ich hoffe mal, dass das im Laufe der Zeit dann irgendwie mal weggepatcht wird. So, wie sieht das aus bei dir? Ja, sieht alles gut aus. Gut. Gehen wir wieder mit den Segler los, falls wir krepieren, dass wir was haben, um da schnell hinzufahren. Was hältst du davon? Ja. Gute Idee, ne? Was haben wir in der Holztruhe? Ist da Platz drin? Ja, da ist Platz drin. Ein paar Pfeile sind da auch drin. Ja, habe ich da eben eingepackt. Dann kannst du losgehen. Ja. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Aber die große Axt macht die auch Tree Shot ungefähr. Jetzt kommt die große Axt. So, da müssen wir hin, ne? Ja, zu der grünen Flagge. Zu der grünen Flagge. Kennt ihr das? Wir fahren zur grünen Flagge. Die hat No Game damals da aufgestellt und hat diese Insel für uns beansprucht. Jetzt weiß er nicht, wo er sitzen soll, und deswegen hüpft er wie so ein Verwehrter auf dem Kutter immer her. Bis er runterfällt. Ich dreh nicht um. So, wie hieß denn das Ding? Du meinst die Insel, die wir geclaimt haben? Ja, ach, da ist sie, die Gummientenninsel. Ja. Mein Gott, die ist aber auch weit weg. Die ist ja direkt bei der Neptun. Da wollten wir auch mal runtertauchen. Da ist aber eine kleine Sardine unterwegs. Und da haben wir uns gedacht, das ist vielleicht noch nicht ganz so prickelnd. Das ist ja auch toll, dass der Wind von vorne kommt. Wir können gar nicht richtig Fahrt aufnehmen. Man kann ja mit den Segeln in den Wind gehen. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht bei dem Game, dass man hier anhand der kleinen Fahne sieht, von wo der Wind kommt. Und dann kann man das Segel in den Wind drehen und kriegt richtig Geschwindigkeit drauf. Das ist eigentlich ganz cool. Bringt einem bloß nichts, wenn der Wind von vorne kommt. Weil wenn wir das Segel drehen, fahren wir rückwärts. Das wollen wir nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das so weit drehen könnte, dass es rückwärts fährt. Grad. Tatsächlich würde das gehen. Naja. Egal. Du hast jetzt 2 Mann Segel ins Kreuz bekommen. Nur mal so. So, Kinders, wir fahren zur Insel. Wir sehen uns da. Wir wollen nämlich schauen, ob da noch Erze sind, ob wir was übersehen haben, ob es respawned ist, ob vielleicht die Gegner respawned sind oder ob diese Insel jetzt wirklich tatsächlich unser ist, da wir die Erze brauchen, um weiterzubauen. Also, ja. Bis gleich. So, fein säuberlich angelegt haben wir den Kodder. Und nun wollen wir mal schauen. Die ersten Bäume sind respawned. Wir hatten ja die Insel hier komplett leer gefegt. Jetzt, naja, hier liegt auch noch sogar Holz. Wollten wir mal schauen, ob hier die Erze vielleicht auch respawned sind. Wenn nicht, wäre das natürlich richtig Schmutz. Weiß nicht mal mehr, wo die... Hier ist Erz. Hast du Eisenerz? Kupfer. Ja, ist egal, nimm mit. Ab.
Da ist, glaube ich, auch noch ein Erz. Wo? Das müsste Eisenerz sein, hier. Ja, aus manchen kriegt man sogar verschiedene raus. Das ist gut, Eisenerz. Noch mal ein paar Bäume mitnehmen. Ja. Ich glaube, man mit der Feuerwehr-Axt, die wir bekommen haben, auch Bäume wegmachen kann. Das weiß ich nicht, versucht er. Mache ich gerade. Ja, das geht. Das ist doch gut. Du kriegst aber übelst viel Holz. Du machst Holz? Ja. Gut, ich sammle mal Baumwolle, die kann man auch nicht mehr als genug haben. Also man braucht davon immer ganz viel. Ja, wir haben übelst viele Samen, 20 oder so. Eine Baumwolle? Ja. Ja, das ist auch noch so ein Thema, Kinders. Wenn ihr dann die Baumwolle anbaut, dann dauert das ewig lange. Also schnell geht das wirklich nicht, bis das gewachsen ist. Und dann kriegt ihr 2 Baumwollknäulchen. Ja. Ich hoffe mal, da gibt es noch ein verbessertes Beet oder sowas später, dass sich das mal ein bisschen mehr lohnt. Ansonsten ist es genau wie mit Erdbeeren und so anbauen, wegen Hunger und so. Das ist nichts, was da rauskommt. Oder täusche ich mich? Nö. Viel ist das nicht. So. Viele Ärzte sind aber nicht respawned, glaube ich. Nö, ich glaube nur die 2, oder? Die oder 2. Waren die überhaupt nur 2? Nö, ich glaube, hier waren wegen was mehr, du. Ja, denke ich auch. Aber es scheint auch so, dass tatsächlich die Gegner hier nicht respawnen, dass diese Insel jetzt tatsächlich unser ist. Und wir eine kleine Insel haben, wo wir ab und an mal hin können, um Mats zu farmen. Ja. Ich weiß nicht. Es kann natürlich sein, dass die Gegner respawnen, dass es aber allerdings länger dauert als so ein Baum oder so ein Erzknoten. Ja. Das werde ich nicht. Ich habe auch wieder das komplette Holz weggemacht. Habe ich gesehen. Hier liegen überall Holzplanken rum. So habe ich ja auch nicht gesehen. So. Und mehr scheint es hier nicht zu geben, Keule. Wir haben das schon wieder komplett abgegrast. Ja. Die wird sich niemals erholen. Hahaha. Ha, ha. Ja, dann wäre natürlich so eine dicke Insel wie von der Mine da. Ja. Wäre natürlich nice, wenn man die in Beschlag nehmen könnte. Aber ich glaube, mit Pfeil und Bogen wäre das nicht so wirklich was. Deswegen brauchen wir diese Ressourcen, ja, um weiter zu forschen und voranzukommen. Und wir wollten ja als nächstes erstmal einen Ofen machen, ne? Ja. Also einen Grill. Ja, stimmt. Wollten wir nicht gleich noch zur Neptun oder nicht? Ja, können wir mal runtertauchen. Das ist ja nicht das Problem. Einfach mal runtertauchen und gucken, was da gibt. Ja. Aber erstmal so viel wie möglich wieder an Ressourcen mitnehmen hier. Ja, gibt nichts mehr, glaube ich. Auch ein bisschen Holz liegt da hinten noch. Aber da kann er auch liegen bleiben. So wichtig ist das jetzt auch nicht. Diese 3 Balken da noch. Gut. Ja, stimmt. Wir haben uns ja diese Feuerwehräxte gemacht. Wir hatten noch ein Amboss gebastelt und haben uns diese fetten Äxte gemacht. Wenn du dann fertig bist mit der Holztruhe, sag Bescheid. Gut, super. Boah, Angelköder, immer gut. Lebenswichtig. Ja. Gut. Was hast du da, eine Umzugskiste? Ja. Warum? Ich will gleich die Neptun mitnehmen. Ich glaube nicht, dass das was wert, aber wir können es gerne versuchen. So, dann auch zur Neptun. Zu der kleinen Ölsardine, die da rumeiert. Glaube ich ein bisschen nach links, ja. So, jetzt können wir das Segel im Wind drehen. Und dann sieht man auch, wie er Fahrt aufnimmt, der Kutter. Ja, 80. Ja, um zu sehen.
Was? Da müssen wir aber oben drehen. Wir fahren wieder nach oben. Schade, wie ärgerlich. Okay. Dann werden wir natürlich wieder. Werden wir natürlich wieder langsamer unterwegs sein. Er kommt jetzt schräg von Backboard. So. Sind wir gleich da? Ja. Ja. Ich sehe Freizeitzentrum. Wir müssen weiter nach rechts, ne? Nach links. Links, ja. Freizeitzentrum wollen wir nicht. Ach, und wir müssen Marlin erlegen, um diese Haut von dem Marlin zu kriegen. Dann können wir Schwimmflossen herstellen. Damit können wir dann wieder schneller weiter tiefer tauchen. Alles so Dinge. Naja. Ich kann wirklich versuchen. So einen ollen Schwertfisch da zu erlegen, wird bestimmt nicht einfach sein. Ja, gleich unter uns. Sieht auch tief aus hier. Ja, ja, ist auch sehr tief. Sehr tief, ja. Wirklich oben rechts angezeigt. Ja, Neptun. Geh jetzt mal nach unten, dann wirst du sehen, wie tief das ist. So, Kinders, dann lass uns mal schauen. Oh ja, die liegt aber arg tief. Das ist ja nicht mal das Schiff. Da rechts ist das Schiff. Ja, ich sehe es ja. Hier liegen übrigens viele Schiffe. Ja, ein paar sind hier, ne? So. Ich glaube, im Kutter selbst sind noch Tabletten. Kann sein. Ich glaube, ich werde gerade vom Hammerhai gejagt. Doch nicht. Tabletten, damit du länger tauchen kannst. Ich schaue mal rein, ob die da noch drin sind, weil ich habe eine Packung mit. Die kann man schlucken und dann kann man länger tauchen. Ja, war ja so. Ist da aber nicht drin. Ich glaube nicht. Ne? Na gut, dann werde ich die wohl schlucken müssen. Und dann werde ich mal schauen. Hast du mich gerade geschlagen? Oder? Ich loote gerade ein Schiff. Werde ich mal schauen, wie lange das denn hält. Was ist das hier? Das sieht aus wie Gold. Das ist für mich, das ist auch manchmal einfach ey, sowas. Und die Spitzhacke nicht in die Hand nehmen. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich habe nochmal chemische Substanz gefunden. Drei Stück. Geht nicht. Mein Atem hört auf. Gut, ich glaub, ja, so das viel. Glaube ich, zum Abbauen. Hm? Doch, das kann man abbauen. Schwefel. Ja, aber wie hast du das abgebaut? Die will ich einfach abbauen. Ja, wie denn? Die Spitzhacke, die hat so das aufbauen? Ja, ich konnte die Spitzhacke aber nicht auswählen. Okay, komisch. Nimm das Schwefel mal mit, das brauchen wir. Hab ich. Hä? Ich kann hier gar nichts. Ja, Ausdauer besaß er halt auch, um das kaputt zu machen. Ich habe ja Ausdauer. Da jetzt. Okay. Dunkel wird es auch. Ja. Pass auf die Fische auf. Gut, wir werden hier mal ein bisschen looten und hoffen, dass wir nicht krepieren. Und dann sehen wir uns an der Base wieder, dann wollen wir weiter basteln. Ja. Aber irgendwann mal wieder hier hin. So, Kinders, wir sind zurück. Wir haben es geschafft, auf die Insel zurück. Und wir haben es geschafft, diesen krassen, neumodischen Severin-Herd zu bauen. Oder ist er von Siemens? Ich habe keine Ahnung. Irgendeiner von diesen beiden Herstellern wird dieses Wunder der Technik hier wohl entwickelt haben. Was sagst du? Backvolle Wunder der Technik, ja.
Wir haben sogar eine Suppenkelle, einen Bratenwender, einen Löffel und Essigöl. Und wir können jetzt herstellen, supidupi, diese Meeresfrüchteplatte und den Fischeintopf. Und das stellt halt alles wieder her. Außer das hier. Doch, stellt auch alles wieder her. Nur der Salat. Ja klar, Salat stellt gar nichts wieder her. Das kennt man ja. Salat macht nur schlechte Laune und Hunger. Aber Fischeintopf. Wenn jetzt die Fischfallen mal vernünftig laufen würden, könnte man sich ordentlich Fischeintöpfe machen. Und dann wäre das Thema mit der Nahrung auch erledigt. Ja. No Game. Oder der High Hunter. Der hat schon so einen Fischeintopf in seinem Inventar. Wir haben uns noch einen Rucksack gebastelt, beziehungsweise einen Beutel, und haben damit 5 Platz mehr bekommen. Super! Das lohnt sich richtig hart. So, und jetzt sind wir dabei. No Game möchte sich gerne eine... Explosionspistole. Genau, will er sich bauen. Und wir müssen entwickeln die Sauerstoffflasche, damit wir mal ein bisschen vorankommen, was das Tauchen angeht. Ansonsten haben wir eigentlich schon uns recht gut eingelebt hier, würde ich behaupten. Unsere Kisten sind fast voll, jeder hat ein Boot, alle haben einen Helm auf, alles ist schicki und die Sonne geht auf. Und das heißt für uns, wir wollen gleich wieder auf Beutezug. Und da nehmen wir euch dann das nächste Mal mit. Hoffentlich finden wir mal ein paar neue Stiefel für den Kameraden. Das sieht nämlich echt voll komisch aus. Gut, Kenners. Gehabt euch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es hier dick auf Beutezug geht. Oder was sagst du dazu? Ja, alles klar. Danke. Dann macht es gut. Genießt den Sonnenaufgang und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.